Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019. Hierbei heißen wir auch Zock. So, wir kommen aus Ungarn und Ungarn war mal wieder so lala. Wir wurden Sechster? Wurden wir Sechster? Ich glaube, wir wurden Sechster. Also, ja gut, aber eben gestartet auf der 12. Von daher, das Rennen war eigentlich cool, hat Spaß gemacht. Aber es hat halt nicht gerade massenhaft Punkte gegeben. Und das hat zur Folge, dass wir abgerutscht sind auf Platz 3 in der Gesamtqualifikation. Wir müssen damit leben. Jetzt haben wir Vertragsverhandlungen, jetzt bin ich gespannt. Und es geht nach Belgien. Au Rouge, sage ich da nur. Na mal gucken. Also, Vertragsverhandlungen, da nehme ich euch natürlich mit, ganz klar. Mal schauen, ob ich das irgendwie, was wir haben, behalten kann oder ob sie uns alles wegnehmen. Mal schauen, weil das war jetzt schon nicht so gut. Also 16. waren wir, dann waren wir eben 6. beim letzten Mal. Ja, die werden nicht viel Spaß haben. Also, wir gehen mal rein. Zack, zack, zack. Nein, zurück zum Hauptmenü möchte niemand. Ja, das hoffen wir. Also, was haben wir hier? Vierter. Oha, das ist das Neue, okay. Sechster im Qualify, da können wir auch mal Fünfter machen. Dafür versuchen wir es hier mal mit dem Dritten. Teamziele einfach. Ja, ich möchte natürlich hier wieder die 30, wenn es irgendwie geht. Das ist okay. Rennbonus. Level 2 Bonus von 50% Ressourcenpunkte. Für die Rennen brauchen wir nicht. Wir haben, ja gut eben, für die nächste Saison brauchen wir den Feebaum. Ich würde hier mal auf die 1. Und das würde ich lassen. Und hier vielleicht doch noch ein bisschen. Machen wir das mal und versuchen mal, was dabei rauskommt. Also 5. im Quali, 4. im Rennen und Boxenstopp 30. Das Team hat den Vertragsbedingungen tatsächlich zugestimmt. Immer wieder überraschend. Was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift. Ja, die können sie haben. Am Wochenende in Kraft treten kann. Ja, okay, gut. Wir können hier ja mal noch eins weiter. Guck mal jetzt, der Feebaum. Wenn wir hier schauen, wir haben hier zum Beispiel noch etwas. Ja, mach mal. Und das entwickeln wir jetzt eben tatsächlich für die nächste Saison. Das ist nicht für jetzt. Aber das entwickeln wir eben zum Preis von 50%. Irgendwo steht das. Oder stand. Ich mach's mal. Ja, da sieht man es. Ja, 50% ist aber übertrieben. Das kostet normalerweise 634. Jetzt kostet es 45. Ist okay. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Ja, mach mal. Alles ändern. Okay, gut. Lassen wir aber den Rest mal fürs Erste noch. Der Motor ist okay. Da habe ich noch ein paar Teile ausgetauscht. Das sieht man hier. Da sind wir bei der 2. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir gehen ins nächste Wochenende. Ne, eine Nachricht haben wir noch. Das ist das Übliche. Gut, dann sehen wir uns zum Qualify, falls was passiert. Und sonst sehen wir uns dann pünktlich zum Rennen wieder, hier in Belgien. Bis gleich. So, da sind wir im Rennen. Und ja, es wurde Platz 2. Ich würde mal sagen, gar nicht so schlecht. Im Qualify. Die Flügel haben wir vorne auf 4, hinten auf 2. Also sowohl schnell als auch eher für die Kurven. Und das Wetter, ja, das ist ein bisschen ein Problem. Weil im Moment scheint noch die Sonne, man sieht es. Es zieht aber zu und gegen Ende hin, Entschuldigung, gibt es dann Regen, hieß es. Allora, ich starte mal. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich hier gewinne. Wobei, so sollte man eigentlich nicht denken. Sondern man sollte fahren und gucken, was dabei rausguckt. Jetzt hier die Kurve. Ich wäre froh, wenn ich die Flügel behalten könnte und irgendwie um die Kurve rumkommen. Gar nicht schlecht. Oh lala, das hat doch sehr gut geklappt. Wir sind auf der 2. Hinter Weber, hinter unserem Kumpel, die Orange hier. Ja, vorbildlich, aber das funktioniert eben leider nicht jedes Mal so. Oh, und wir sind viel schneller als Weber. Oh, guckt euch das mal an. Reicht das, um die Führung zu übernehmen? Jawohl, mit dran vorbei. Krümeln, jawohl. Oh, das ist ja sehr cool. Wir führen in Belgien. Oh lala, okay, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Aber man sieht, es funktioniert eben doch. Das ist halt einfach ein Auto. Oh Gott, nicht jetzt mich überholen hier. Ja, weil das war nicht stark. So, jetzt können wir wieder. Oh, wir distanzieren die sogar ein bisschen. Schaut mal. So, die KI ist immer noch auf 82. Das lassen wir auch so. Das haben wir ja abgemacht sozusagen. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt hier einsam meine Runden drehen werde. Also ich rechne damit, wir werden hier irgendwie mal noch ein Problem haben. Dass ich einen Dreher habe oder so. Wir werden es sehen. Ja, die Kurve. So, und jetzt hier volle Pulle. Jetzt kommt der Beschleunigungsbereich sozusagen. Da können wir unsere Power ausspielen. Und man sieht, da ist weit und breit keiner mehr hinter uns. Das ist ja der Hammer. Ach was, okay. Oh, Moment.
Da muss ich aufpassen. Nicht, dass wir dann irgendwie noch eine Zeitstrafe kriegen und die Kurve hier, die ist halt auch. Also wer das gebaut hat, das ist ein übler Sadist. Oder der ist ein übler Sadist. So eine Wahnsinnskurve, schnellste Runde, okay. Ja klar, wenn wir natürlich jetzt als erster durchs Ziel gingen, nachdem wir als Zweiter gestartet sind, dann müssen wir ja eigentlich fast der Erste gewesen sein, der Schnellste. So, die wieder. Ah, ja, jetzt muss ich aufpassen. Das war schon die zweite Verwarnung. Ich glaube, das ist das, was ich meinte mit Problemen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie dann noch eine Zeitstrafe kriegen. Das wäre natürlich ganz bitter. Weil so weit werde ich die nicht distanzieren können, dass wir dann 3 bis 6 Sekunden einfach mal noch dazu rechnen können. Man sieht es auch, Weber kommt. Ja, und die Kurve hier, die kriege ich überhaupt nicht vernünftig. Da ist also noch lange nichts gegessen. Also das ist nicht so, wie es auch schon mal war, dass wenn ich mal vorne war, dass ich das nicht mehr weggegeben habe mit KI weiter unten. Sondern das hier, das bleibt ein heißer Tanz. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja, man sieht nämlich, Weber kommt tatsächlich ran. Den können wir jetzt vielleicht hier wieder distanzieren auf der Geraden. Mit ein bisschen Glück. Das scheint sogar zu klappen, aber er kommt, sobald es kurvig wird, kommt er ran. Wie viele Runden haben wir denn hier? 11. Du hast für den Vorfall ja, jetzt ist es passiert. Okay. Oh, wie doof. Aber das, die sind hier auch wieder extrem, wie soll ich sagen, giftig hier bei der Rennleitung. Oh, nicht drehen. Nicht jetzt noch überholt werden. Nein, das möchte ich nicht. Ja, der hat uns wieder geholt, der Herr Weber. Aber wir sollten auf der Geraden immer noch schneller sein. Wir sollten, sage ich extra. Oh, das wird hier ein heißer Lauf mit der Kurve. Hat aber funktioniert, und zwar ohne, dass ich eine Strafe gekriegt habe. Dafür DRS, und da sind wir da vorbei. Ja, weil jetzt, wir müssen jetzt tatsächlich mit mindestens 3 Sekunden Vorsprung Erster werden, sonst sind wir automatisch natürlich dann Zweiter. Wegen dieser blöden Zeitstrafe bei einer Kurve, bei der es eigentlich gar nicht so drauf ankommt, behaupte ich mal. Also drauf ankommt im Sinne von, ich müsste dort nicht so ein Risiko eingehen. Aber ich wusste tatsächlich auch nicht, dass man da auch gleich eine Strafe bekommt, wenn man dort ein bisschen rüberkommt. Blöd. Aber jetzt sind wir wieder vorn. Moment. Ich gucke gleich, aber nicht genau vor der Kurve, beziehungsweise vor dem S. Das muss dann doch nicht sein. Verstanden, geht in Ordnung. Ich habe nichts gesagt. Ist aber okay, Jeff. Mach, was du willst. Wir entscheiden dann je nach Reifen, wann wir wohin gehen. Können ja mal schnell gucken. Ja, im Moment ist noch alles in Ordnung. Die Strecke frisst keine roten Reifen. Das ist schon mal gut. Es ist ein Scherz, wenn man dort ein bisschen rüberkommt. Ich habe noch gedacht, jetzt muss ich aufpassen. Was passiert? Echt, allen Ernstes schon wieder eine Verwarnung. Danach gibt es dann 6 Sekunden Strafe. Ja, das, ich muss mir die Kurve merken. Ja, schnellste Runde, okay. Schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Das ist gut, weil das heißt, wir können die distanzieren hier. So wie es aussieht. ERS kann ich noch lassen, ist okay. Ja, immerhin ohne Verwarnung. Weil ich fürchte, beim nächsten Mal klimpert es dann. So, haben wir eine Chance, dass wir Weber auf 3 Sekunden distanzieren. Vorher ist er näher rangekommen, jetzt habe ich aber das Tempo wieder ein bisschen angezogen. Ganz bewusst. Ich habe die Zeit genau nicht gesehen, ist aber nicht so wichtig. Das kann ich mir dann betrachten, wenn wir im Ziel sind oder auf der Zielgeraden. Oder wird das jetzt nochmal eingeblendet? Nein. So, einfach schnell fahren, dann können wir das vielleicht doch kompensieren, dass wir jetzt hier dann noch 3 Sekunden dazu kriegen. Das ist tatsächlich ärgerlich. Jetzt aufpassen. Heisi, war das hier? Ich glaube ja. Ne, war es hier? Ich weiß nicht. Ich werde es wieder raus. Doch, das war glaube ich dort. Oder war es erst nachher? Keine Ahnung. Ich fahre jetzt mal.
jetzt nicht irgendwie auf der Suche nach Kurven sein. 3,1 haben wir, schaut mal. Wenn wir das noch ein bisschen ausbauen, dann können wir vielleicht diese Strafe kompensieren. Weil das wäre schon ärgerlich, wenn wir hier gewinnen. Oh, hier war es, genau. Wenn wir hier gewinnen und dann eben doch nicht gewinnen. Oh, lala. Das ist dann tatsächlich sehr bitter. Und jetzt habe ich hier natürlich einen völligen Käse zusammengefahren. Das wird uns die 3 Sekunden wegnehmen, fürchte ich. Ja, da haben wir nur noch 2,5. Das ist auch klar, wenn man die Kurve so fährt, muss man sich nicht wundern. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Okay, aber nicht, wenn ich Fehler mache. Ja, war auch okay. Die ist fast weniger schlimm jetzt wie die andere dort. Also wir haben 3 Stellen, die wirklich schwierig sind. Das eine ist ja die Eau Rouge. Das andere ist dort, wo ich jetzt die Strafe kassiert habe. Die ist in dem Sinne schwierig. Man muss darauf achten, dass man eben nicht zu viel Tempo hat, damit man dort nicht drüber rauskommt. Und diese Kurve ganz am Schluss dort. Wenn ich dort zu schnell reinkomme, habe ich keine Chance mehr, dort irgendwie halbwegs wirtschaftlich um die Kurve zu kommen. Und das ist natürlich dann schlecht. Das hat man gesehen. Wir haben 5 Zehntel jetzt verloren wegen dieser Kurve. Ich hoffe, wir können das hier wieder kompensieren. Ja, das Auto liegt sehr gut, sehr schön. Ich müsste die Reifen dann mal nochmal betrachten. Werde ich nachher machen auf der Geraden. Sag ihm, die Gerade kommt. Ist eigentlich immer noch okay, da müssen wir noch nicht an die Box. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Danke, Jeff. Allerdings, es sind nur 11 Runden, also von daher, wenn wir dann eh noch rein müssen und die gelben holen. Jetzt hat das aber alles hier besser geklappt, selbst diese Kurve hier. Aber hier dreht es mich immer fast. ERS ist auch noch in Ordnung. 3,1. Okay, wir haben die 3 Sekunden wieder. Wir dürfen es aber nicht verlieren. Ich würde wahrscheinlich dann doch jetzt schon langsam in die Box rein, damit wir ein bisschen vor den anderen drin sind. Auch okay. Ja, weil sonst ist es mir zu spät. Wenn wir tatsächlich nur 11 Runden haben. Aber eben, es fühlt sich gut an. Also auch das Fahren fühlt sich gut an. Wir hätten die Reifen durchaus nochmal 1-2 Runden nehmen können. Aber ich möchte dann nicht irgendwie in der letzten Runde an die Box müssen. Das fände ich dann irgendwie eher doof, muss ich sagen. Dann lieber jetzt hier ein bisschen früher rein. Und man sieht, jetzt zieht's zu. Ach du grüne Neune, das habe ich jetzt ganz vergessen, dass ja irgendwie noch Regen angesagt war für Ende des Rennens, für das Ende des Rennens. Und nachher haben wir dann das Pech, wir haben die Reifen gewechselt. Ne, das gibt es wahrscheinlich nicht. Und dann kommt Regen und dann muss man eigentlich die Reifen nicht mehr wechseln. Aber das wäre irgendwie ein bisschen eine konfuse Auslegung dieser Regel. Das glaube ich eigentlich nicht. 3,4. Wir haben wieder 3 Zehntel dazu gewonnen. Und ich werde jetzt natürlich nicht auf Regenreifen wechseln. Auch nicht, wenn jetzt ein bisschen Regen kommt. Warum fahre ich die Kurve hier zu Beginn so weit außen an, dass ich da tatsächlich eine Strafe kriege? Das ist eine Frage, die stelle ich mir tatsächlich. So, lass mich hier rein, dankeschön. Wässerchen. Charles ist in der Boxengasse. Ja, das ist ja wieder eine interessante, wobei es geht. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wohl... Ja, ich fahre doch. Das war ja wieder eine Organisation, aber der kam ja nach uns rein. Und wir waren, glaube ich, auch schnell genug weg. Also da ist nicht viel passiert. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Okay, das ist mal eine vernünftige Ausfahrt hier. Da kann nicht viel passieren. Im Gegensatz zu den anderen Katapultausfahrten, die man da teilweise hat. Auf der 8, aber das ist jetzt kein Problem. Wir waren als Erster in der Box, mehr oder weniger. Die müssen alle noch in die Box rein, deswegen müssen wir die auch nicht angreifen. Ich muss nur gucken, dass die mich nicht zu sehr bremsen. Weil ihr wisst, mit dieser Strafe von 3 Sekunden, es genügt nicht, wenn wir gewinnen. Wir müssen 3 Sekunden Vorsprung haben auf dem Zweiten.
Ja, und die bremsen mich hier natürlich massiv. Man sieht das hier. Also wenn ich irgendwie kann, werde ich die überholen. Und ich hoffe, die gehen jetzt Ende Runde dann rein. Nicht, dass die uns dann je nachdem sogar noch einen Flügel kosten hier, wenn ich da reinbrettere. Ja, ich muss ihn ziehen lassen. Das ist viel zu heiß, hier so ein Risiko einzugehen für einen Überholvorgang, den ich so eigentlich gar nicht machen muss. Jetzt vielleicht hier auf der Geraden, das müsste eher gehen. Ja, okay. Ungefährlich, aber hat geklappt. Jetzt hier nicht wieder drüber schießen. So, Staccato bremsen. Oh, Stroll, Stroll, Stroll. Oh, okay, ich wäre fast dem anderen hinten in die Box reingefolgt. Das wäre natürlich nicht die Idee. Ich weiß. Ja, das ist nett von dir, danke dafür. Auf der 4 sind wir, dann sind, ja, aber Stroll zum Beispiel hier, der war noch nicht an der Box, die warten alle. Ich hoffe nur, es fängt nicht massiv an zu regnen. Und am Schluss, haben wir den Effekt, wow, sind wir viel schneller als Stroll. Am Schluss haben wir den Effekt, dass die Regenreifen haben und dann wir mit den Gelben die ganze Zeit Zeit verlieren. Das wäre dann ganz bitter. So, jetzt haben wir die doch noch alle überholt. Jetzt habe ich wenigstens wieder freie Fahrt und kann wieder, wenn es irgendwie geht, eine vernünftige Zeit hinlegen. Jetzt sind wir auf der 3, okay. Möchte ich natürlich nicht bleiben. Wir gehören auf die 1 zumindest. Wenn man jetzt das Rennen vorher vor dem Boxenstopp nimmt. Die Kurve nehme ich immer viel zu schlecht. Das ist mühsam, da verliere ich jedes Mal Zeit. So, jetzt aber der Norris, der geht sowieso an die Box. Das ist klar. Wir müssen uns im Prinzip darauf konzentrieren, was Herr Weber macht. Dass ich da rüber geschwappt bin, 3-4 Mal, ich verstehe es nicht. Jetzt fahre ich halt die Kurve zwar auch ein bisschen anders an, also von daher. Und das Feuer war ja echt nicht schlecht. Ich wollte tatsächlich dem anderen instinktiv in die Box reinfolgen. Das wäre schlecht, da kann man nicht mehr drehen. Also dann hätte ich nochmal in die Box gemusst. Oh, schnellste Runde, sehr schön. Das freut natürlich. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendjemanden überholen, der in der Box ist. Ja, ich kann jetzt nicht gucken, ich muss erst die Kurve hinkriegen. Okay, hat gepasst. Ich hatte schon wieder ein bisschen Angst von wegen, dass das eine Disqualifikation, dass es eine Strafe gibt. Aber das hat gepasst. Kein Ding. So, weiterhin schnelle Runden fahren. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, 2 haben wir noch. Das ist soweit okay. Ich kann dann trotzdem, je nachdem, noch ein bisschen zurückgehen. Ich müsste aber tatsächlich zuerst wissen, was mit Kollege Weber ist. Wo ist der? Wie schnell ist der? Oh, der ist hinter uns. Okay, jetzt muss ich wissen, wie viel. Weil das vorne regelt sich mit dem Boxenstopp von den Leuten. Aber Weber hinter uns. Der ist jetzt 1:1 sozusagen hinter uns. Also das, was wir dort an Vorsprung haben, das haben wir tatsächlich. So, hier wieder die schnelle Passage. Jetzt kommt eine Anzeige. Ich muss erst die Kurve fertig kriegen. 9 Sekunden. Ach, ja, wir. 5,3 der Weber. Das würde reichen. Keine weitere Strafe, keine Zeit mehr einbüßen. Und dann haben wir trotz der Strafe eigentlich unseren ersten Platz. Und das wäre natürlich schon gar nicht schlecht. Also das muss ich dann schon mal sagen. Also mit einer 3 Sekunden Strafe noch das Rennen zu gewinnen. Cool. Und das in Belgien. Ich hatte in Belgien schon ganz andere Rennen. Wieder schnellste Runde und die gelbe Flagge, okay. Ich mache schon mal Achtung, Achtung. Hier ist schon wieder grün, passt. Grüne Flagge. Ja, das habe ich auch nochmal hingekriegt. Sehr gut, da hatte ich auch Angst, weil ich glaube wirklich, wenn wir jetzt nochmal eine Verwarnung kriegen,
dann gibt es automatisch nochmal eine Strafe. Und dann reichen natürlich diese 3 Sekunden, beziehungsweise die 5, die wir eigentlich haben, nicht mehr wirklich. Oh, jetzt fängt es an zu regnen, aber damit können wir leben, hoffe ich. Weil, ja, wir haben noch diese und die andere Runde. Wobei, wenn ich jetzt natürlich dann nicht mehr volle Pulle fahren kann, oh, das wird schwierig. Eieiei. Das wird schwierig und gefährlich. Im Moment ist noch okay mit Fahren. Mit Bremsen ebenfalls, stelle ich fest. Es sollte jetzt einfach nicht plötzlich wie aus Kübeln gießen. Oh, dieses Wetter. Ich wäre halt für Indoor Formel 1 Rennen. Zumindest hier im Spiel. Dann hätte der Heiße ja auch Spaß. Klar, jetzt könnte man sagen, ich stelle halt den Regen ab, das würde auch gehen. Das habe ich aber schon mal gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte hier im Community-Rennen Regen weg, ist okay, weil das bringt nichts, das ist ein Rennen. Da müssen wir uns nicht noch extra damit nerven. Aber hier, das soll ja irgendwo eine Saison simulieren. Und während so einer Saison, es regnet halt nun mal einfach auch mal während so einer Saison. Und das haben wir jetzt. So, letzte Runde. Wie viel Abstand? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Danke, Jeff. Oh, nicht, dass ich jetzt schon ins Rutschen komme. 5-7, es reicht immer noch. Das freut mich. Ich muss jetzt hier vorsichtig fahren. A, wegen Rutschen. B, wegen der Strafe, beziehungsweise der weiteren Verwarnung. So, ERS, lass ich mal noch. Es ist die letzte Runde. Die werden wir jetzt hier mit der ERS noch verbraten. Aber beim Benzin bin ich natürlich relativ vorsichtig. Ganz klar, ich möchte nicht noch plötzlich stehen bleiben. Jetzt ist Verstappen... Nee, Weber, nee. Oh Gott, jetzt habe ich 4,2 gelesen. Mir wird schon fast wieder schlecht. Nicht, dass er jetzt wieder näher kommt, weil ich hier nicht mehr wirklich... Ich kann nicht mehr volle Pulle. Ich merke es. Ich komme relativ schnell ins Schleudern. Das wird eine Zieleinfahrt. Das wird sich wahrscheinlich erst wirklich zeigen. Oh ja, jetzt rutsche ich. Wenn ich ins Ziel komme, was wir für einen Abstand haben. Oh, lalalala, okay. So, aufpassen hier. Ja, das ist natürlich, ich kann nicht mehr schnell fahren. Aber eigentlich soll es jetzt der KI auch so gehen. Und das ist halt ein bisschen das Problem an Formel 1 am Spiel. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt und das wurde mir auch bestätigt, dass die KI den Regen... Ja, was hat es mich gedreht? Dass die KI den Regen nicht so spürt, komischerweise. 5-3 haben wir. Okay, damit kann ich leben. Hier ein bisschen bremsen. Viel zu gefährlich. Und hier nochmal diesen und nochmal diesen. Und dann sollten wir das haben. Jetzt aber nicht stehen bleiben. Oh, nicht rutschen. Eieieiei. Reicht's? Ich glaube ja. Tolle Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Trotz der Strafe, huiuiui. Und das bei Regen am Schluss. Guck mal, wie es tut. Uiuiui, wie viel haben wir denn jetzt Vorsprung gehabt? Heute den Sieg aufgenommen hat es auch, wunderbar. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Das war schönes Bild, immer wieder. Hier kommen unsere Sieger, ein spannendes okay, das sparen wir uns, das kennen wir uns. Das ist immer das Gleiche, auch wenn jetzt Heißi vorne ist. Verändert. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem ja, fünf. Also Stefan, wer ist für fünf Zehntel waren es dann schlussendlich. Okay, obwohl wir im Prinzip eine Sekunde schneller waren. Moment. Was erzähle ich denn? Beste Zeit? Also, ja, eine halbe Sekunde. Eieiei, und das mit der Strafe. Herr Weber. Okay, Ferrari weiter vorn, Rangliste. Wir sind wieder auf der 2, noch 30 Punkte hinter Lukas Weber. Sehr gut. Ich würde sagen, die Chance, Weltmeister zu werden, also dass wir das verteidigen, was wir in der letzten Saison geholt haben, die ist tatsächlich immer noch da. Ist immer noch nicht das Ziel, das Vorrangige. Das Vorrangige ist, coole Rennen zu haben. Und das hat ja bis jetzt eigentlich relativ gut geklappt. So, wir gehen mal weiter. Mal gucken, ob die Frau noch kommt. Madame de la Presse. Ein toller Tag. Dankeschön. Wie denken Sie darüber? Sie ein toller Tag. Zum letzten Wochenende deutlich besser... So, das können wir uns eigentlich alles schenken, weil wir sind sowieso überall top mittlerweile. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Und die Interviews sind halt, die kann ich nicht steuern. Was ist Ihr Geheimnis? So, keine Auswirkung.
nochmal den Ruf steigern. Danke für den Kommentar. Gern geschehen. Ja, so ganz zufrieden war sie nicht. Muss aber auch nicht sein. Wir sind zufrieden, wir haben gewonnen. Das reicht. Gute. Allora. Gibt's noch irgendwie? Wahrscheinlich ja. Da sehen wir, da geht der Ruf wieder rauf. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen. Nicht Treppchen. Nicht Treppchen zu Oberst. Ja gut, da gibt's immer viel zu sagen. Haben wir gut nach Hause gebracht, würde ich sagen. Keine Fehler drin gehabt. Und dann halt einfach, ja, die Karre natürlich, die da auch mitgeholfen hat, dass wir einfach nicht mehr eingeholt werden können. Und wir konnten uns sogar eine 3-Sekunden-Strafe leisten. Das hatte ich tatsächlich noch gar nie. Mit einer Strafe gewinnen, das ist relativ selten. Naja, gut. Was ist wohl die nächste Strecke? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden und zwar in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann eben beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. We'll be right back.